Machen wir das. Nicht wart. Sag mal, ist die Schürze zu klein? Schürze zu klein? Ja. Oder der Bauch zu groß? Okay, der Ruppi und ich. Ja, Ruppi. Ruppi, mein Freund. Oberforster vor allem. Wir haben uns wieder was überlegt. Heute haben wir ganz was Cooles. Heute haben wir einen Gorgonzola Risotto. Ja? Und ich werde es anfangen mit dem Ruppi und der Michele wird es dann vollenden. Das sehen wir dann in der Auflösung. Bitte mal zu mir kommen, was wir alles brauchen. Wir brauchen einen Gorgonzola, Butter, Dill, Knoblauch mit Olivenöl oder normalem Öl, Zwiebel geschnitten, Parmesan, Weißwein zum Aufgießen. Man kann es aber auch mit Milch aufgießen. Dann brauchen wir ein Risotto. Zack. Christi, hallo, Risotto. Und Salz und Pfeffer. Ganz einfach, schmeckt aber pipi fein, okay? Wir kommen zur Produktion. Passt. Cool. Butter, oder? Ja. Einen? Brauchen wir einen? Ja, einen. Ist nicht zu viel? Na, geht schon. Okay, cool. Einen Butter. Dann holen wir uns die Zwiebel. Er ist ein Südtiroler, ein Italiener. Er war 20 Jahre, eigentlich ist er Kroate, aber trotzdem, er war 20 Jahre oder ist 20 Jahre jetzt in Südtirol, in Italien, verheiratet mit einer Italienerin und deswegen kann man auch Italiener zu ihm sagen, ja? Ich bevorzuge Südtiroler. Oder Südtiroler, ja, geil. Hast du noch rein? So, wir geben den Zwiebel rein, also Butter. Ich kann eigentlich den Knoblauch auch schon reintun, gell? Aber nur ein bisschen, oder? Okay. Wegen dem Geschmack, oder? So goldbraun anrüsten, ja? Goldbraun anrüsten, das ist cool. Noch 100 Gramm. Bei Risotto geht noch von 40 Gramm pro Person aus. 40 Gramm pro Person, ja. 80 Gramm. Ich glaube 100. Und das Wichtigste, glaube ich, ist gerade bei dem Risotto, dass man immer rührt. Immer rührt. Immer rührt, auch wenn man dann aufgießt, immer rührt, oder? Jawohl. Immer rührt. Das soll ein guter. Ist das ein normaler Gorgonzola? Nein, das ist eine Mischung zwischen Gorgonzola und Mascarpone. Okay. Und der zerfließt auch, oder was? Jawohl. Okay. Ablöschen? Ja. Okay, mit Weißwein? Machen wir mit Weißwein. Okay. Ja, kann man ruhig drehen. Aber das mit dem Rühren ist schon sehr wichtig, oder? Ja, das ist halt das beim Risotto. Deswegen, ein guter Risotto muss bissig sein und fast überall, wenn man in Restaurants geht, man wartet für den Risotto. Überall. Okay. Ab jetzt fangen wir mit Brodo. Mit einer klaren Brühe. Mit einer klaren Rindsuppe. Ja. Michele, Michael, Michelangelo. Kannst du das bitte vollenden, dass wir was anderes machen können? Selbstverständlich. Cool, alles klar. Bitte, danke. 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 Das Risotto machen wir jetzt fertig. Der Michele hat das jetzt in dem Sinn vorbereitet, aufbereitet, weil es ja länger gebraucht hat. Währenddessen haben wir auch das nächste Gericht kochen können. Und was jetzt noch ganz wichtig ist und was grundsätzlich wichtig ist beim Risotto, ist das Rühren. Also man muss rühren ohne Ende. Und immer aufgießen mit der Rindsuppe, genau. Aufgießen und es muss so sämig sein, oder? Ganz genau. Sämig, okay. Und damit das nicht. Man sieht es, wenn es unten in die Pfanne nichts geklebt hat, ja? Ist ja perfekt. Ist ja perfekt, okay. Ja. Das heißt? Immer rühren. Immer rühren, genau. Also beim Risotto ist das Wichtigste rühren. Und das Zweitwichtigste rühren. Und das Drittwichtigste rühren. Das heißt, Risotto heißt normal rühren. Am liebsten stellt man die Schwiegermutter bei irgendwas. Ja. Und vollenden, Thomas, mit? Jetzt ist schon weg. Ganz ein wenig Parmesan, weil sonst verliert der Mascarpone und Gorgonzola seine. Ja, genau. Geschmack, Parmesan genau. Nimmt man nur zum Binden. Ah, okay. Ja, nur zum Binden. Obwohl es wäre ja schon gebunden. Obwohl, es ist, wie soll man sagen, halt, wenn man den Parmesan reingetan hat, dann sieht man wirklich, dass er richtig gebunden hat. Okay. Zwei Löffel haben wir genug für die Masse. Zwei Löffel haben wir genug für die Masse, super. Kleine Portion, zum Abnehmen. Ein bisschen kannst du noch brauchen. Ein bisschen. Und? Oh, gut. Dill. Yes. Dill. Auf Dill wäre ich jetzt in 100 Jahren nicht gekommen, weil Dill verbinde ich eigentlich nur mit Fisch. Aber Dill neutralisiert? Dill ist neutrale Gewürz, okay. Gewürz halt. Passt fast überall rein. Ist mild,
Sonja! Das schon wieder reden, gell? Das schon wieder reden, oder? Das da ist ein Gorgonzola-Risotto. Mm. Du hast es schon gemacht. Nein, das machst du. Du hast es gemacht. Ah, schau, Besteck ist ja schon da. Aber die Hanni auch zum Probieren, bitte. Hanni, probier du auch. Die Hanni ist die Frau vom Robi. Die war das letzte Mal nicht da, weil sie beim Friseur war. Sie ist öfters beim Friseur. Eigentlich war sie krank, aber Friseur klingt besser. Gib mir mein Hand. Guten Appetit, dann bringe ich jetzt ein gutes Danke. Glas Weißwein dazu. Ja, bitte. Da sieht man es wieder, dass man die Frauen in dem Sinne nur beeinflussen kann, wenn man gut kocht oder was Gutes kocht oder für sie mit Liebe was kocht. Ja? Heute war es grenzgenial. Heute haben wir zwei Gerichte. Wir werden in dem Sinne das aber trotzdem splitten. Ja? Mit einem Gericht wie Gorgonzola Risotto und ein Gericht Beef Tartar. Ja? Und das Beef Tartar ist echt pipi fein. Das soll aber wirklich einmal im Monat passieren, weil es ist sehr, sehr teuer, aber trotzdem sehr, 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 sehr gut und sehr wichtig für die Seele. Ja? Und das Risotto, das kann man fast jeden Tag machen, weil es ist echt was Feines, Nährhaftes und macht nicht wirklich dick, wenn man es nicht findet. Ein gutes Glas Sauvignon Blanc vom Demel. Was sagst du, Robi? Ein gutes Weindel aus der Steiermark. Was ist ein Weindel? Weißwein. Okay. Da macht man ja fertig. Ein gutes Weindel. Das ist ja nicht, das ist ja nicht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und alles Gute und wir sehen uns übernächste Woche beim nächsten Rezept. Alles klar? Ciao, da war der Gary und der Ruppi. Also der Ruppi und der Gary. Juhu.